Also in meiner Praxis kommen viele Patienten mit Parodontopathien zu uns und wie man weiß, gehen im Erwachsenenalter mehr Zähne verloren durch Parodontose als durch Karies. Und dafür braucht man eigentlich ein Mundwasser oder irgendeine geeignete Spülung, die nicht gerade so wirkt wie ein Antibiotika gleich und ein richtiger Hammer ist, sondern es wäre eigentlich schön, dass man irgendwas pflanzlich auf pflanzlicher Basis hätte. Und dafür ist eigentlich dieses Dr. Landa Mundwasser hervorragend geeignet. Also meine Erfahrung ist die, dass in der Regel die Parodontosebehandlung folgendermaßen abläuft, dass man das hauptsächlich mit Antibiotika versucht, in den Griff zu kriegen. Antibiotika, wie man allgemein weiß, sind ja nicht für den Körper nicht ganz so verträglich und eigentlich auch schon ziemliche Hämmer von der Art her. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man ein Produkt an der Hand hätte, das nicht so extrem pharmazeutisch wirkt, sondern eher homöopathisch in diese Richtung gehen würde, weil man das dem Patienten dann auch langfristiger anwenden kann, ohne ihm diese üblichen Schädigungen wie beim Magen-Darm-Problemen und solche Geschichten zu machen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist in der heutigen Zeit bei der Periimplantitis. Durch die vermehrte Implantation heutzutage kommt es natürlich auch regelmäßig zu mehr Entzündungen bei Implantaten. Dann spricht man von dieser sogenannten Periimplantitis. Und hier kann man eigentlich auch sehr gut mit dem Kräutermundwasser arbeiten. Und wenn man das wirklich gut einsetzt, dann kommt es zu einer deutlichen Keimreduktion. Und ich denke mir, was ich festgestellt habe, verlängert es dann vielleicht auch die Haltbarkeit eines Implantats. Also wenn der Patient den Anweisungen des Herstellers folgt und das Produkt regelmäßig anwendet, merkt man eigentlich schon nach einigen Tagen, dass sich die ganze Mundflora deutlich verbessert und sich eigentlich ein Zustand einstellt, den man vorher sich gar nicht hat vorstellen können, dass es so gut geworden ist. Und für den Patienten ist es eigentlich schon ein ganz großer Vorteil, dass er ohne Antibiotika und so weiter da arbeiten kann.